Hallo und herzlich willkommen bei Podologie und mehr. Ich bin Andrea und heute haben wir das Experiment mit Wundspüllösungen. Wundspüllösungen braucht man dazu, wenn man jetzt oberflächliche Wunden hat oder eine Schnittwunde, Schürfwunde, damit dass man die Wunden desinfizieren kann und damit sie besser heilen und keine Entzündungen entstehen. Es gibt verschiedene Wirkstoffe, zum Beispiel Octenidin ist in Wundspüllösungen enthalten, für oberflächliche Wunden natürlich richtig angewendet, ist auch dies ein wunderbares Wunddesinfektionsmittel. Wirkstoff Octenidin hat ein breites Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Pilze, begrenzt gegen Viren, kurze Einwirkzeit von mindestens 30 Sekunden, schmerzfreie Anwendung, geringes Allergiepotenzial, keine Resistenzentwicklung und es ist farblos. Alles, was natürlich gut ist, gibt es auch leider schlechte Seiten. Octenidin darf nicht mit Druck ins Gewebe eingebracht werden, also nicht injiziert werden. Spülungen müssen wieder ablaufen können, das heißt, das Präparat muss aus dem Körper wieder entfernt werden können. Es darf nicht in größeren Mengen verschluckt werden oder in den Blutkreislauf gelangen. Keine Anwendungen in Harnblase, Trommelfeld, Innenohr oder Bauchhöhlen. Darf nicht mit anderen Antiseptika auf PVB-Iod-Basis gemischt werden. Das werden wir nachher im Experiment sehen. Die maximale Anwendungsdauer ist 14 Tage. Die Anwendung von Povidon-Iod ist sehr umstritten. Viele sagen, es ist veraltet und keiner soll das mehr anwenden. Ich im Gegensatz wende es sehr gerne an, weil es eine sehr gute Wirkung hat als Wundspüllösung. Und wenn man natürlich weiß, wie man es anwendet und es richtig anwendet, dann ist es ein tolles Mittel gegen Entzündungen. Der Wirkstoff PVP-Iod hat ein breites Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Pilze, Viren, MRSA und Pseudomonas. Es hat kontinuierliche Wirkstoffabgabe, schneller Wirkungseintritt weniger als eine Minute und es gibt keine Resistenzbildung. Auch hier gibt es wieder ein Kontra. Allergische Reaktionen können auftreten. Es hat einen Eiweißfehler. Maximale Anwendungsdauer 5 bis 10 Tage. Es kann schmerzhaft sein. Nicht in Schwangerschaft und Stillzeit anwenden. Nicht anwenden bei Schilddrüsenfunktionsstörungen. Und es ist nicht farblos. PVP-Iod und Octenidin sind nicht geeignet für Langzeitanwendungen, da sonst die Wundheilung verzögert wird und es sogar zelltoxisch wirken kann. Zelltoxisch heißt, dass die Zellen durch das Einwirken des Mittels zugrunde gehen, also absterben. Unser erster Versuch ist mit Povidon-Iod, das ist im Beta-Isodonner enthalten, und Octenidin, ich habe Octenisept genommen, zusammen gemischt, was man natürlich nicht darf. Das Ganze gibt eine hübsche chemische Reaktion. Ihr seht, es wird schön lila und auch so ganz kriselig. Ich habe das Ganze für euch verschnellert, weil sonst wird das Video auch zu lange werden. Natürlich, wenn man die beiden dann mischt, ist die Wirkung von beiden Mitteln ja dahin. Also, man sollte nie Beta-Isodon und Octenisept mischen. Unser zweites Experiment ist Povidon-Iod. Es hat nämlich einen Eiweißfehler. Hier habe ich Fleischsaft vom Hühnchen genommen und habe Beta-Isodoner flüssig reingerührt und man sieht schön, es ist weg. Beta-Isodoner ist deswegen auch eingefärbt, weil es diesen Eiweißfehler hat. Sobald man nämlich Beta-Isodoner auf Wunden gibt, die suppt, wo ständig irgendwelches Sekret austritt, verliert es seine Wirkung. Also ist es dafür eigentlich ungeeignet. Auch hier habe ich für euch die Zeit wieder schneller gedreht. Das Ganze braucht natürlich etwas, bis es reagiert miteinander. Und ihr seht so richtig schön, wie das Ganze wunderbar kriselig wird und auch ganz hell.
Die Polyhexanid-Lösungen sind gedacht für Langzeitanwendungen bei chronisch entzündenden Wunden. Das fällt aber für uns, für die Fußpflege, eigentlich weg, weil um chronische Wunden sollte sich ein Wundmanager kümmern. Der Wirkstoff Polyhexanid hat ein breites Wirkungsspektrum und umfassendes Keimspektrum. Er ist farblos, schmerzfrei, geringes Allergiepotenzial, keine Resistenzwirkung, hat keinen Eiweißfehler, wirkt wundheilungsfördernd und ist zur Langzeittherapie geeignet. Kontra vom Polyhexanid ist langsamer Wirkungseintritt, 15 bis 20 Minuten, keine Anwendung im Bauchraum, Mittelohr oder Innenohr, nicht als Gelenkspülung geeignet, da es den Knorpel zerstören kann, nicht mit anderen Wirkstoffen mischen und es darf nicht im ZNS, das ist das zentrale Nervensystem, einschließlich der Meningen angewendet werden. Hier haben wir Povidon-Jod und Polyhexanid gemischt und wie ihr seht, seht ihr nichts. Die zwei miteinander vermischen sich toll, aber es gibt keinerlei Reaktionen. Tja. Wir haben auch extra lange gewartet, ob irgendeine Reaktion eintritt, aber es verändert sich nicht. Hat euch das Video gefallen, lasst einen Daumen nach oben hier, abonnieren nicht vergessen und die Glocke drücken, dann kriegt ihr jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Super Service! Habt ihr irgendwelche Anregungen? Einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Bis zum nächsten Video. Eure Andrea. Tschüss!